Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lucius. In der letzten Folge haben wir Alistair mit dem Eiszapfen gekillt. Und jetzt müssen wir dieses schöne Foto machen. Aber die Kamera, die ist schon wieder weg. Ich hab sie wieder nicht in der Tasche. Und ich weiß jetzt gerade mal gar nicht genau mehr, wo die liegt. Ich glaube im Arbeitszimmer, und wir werden auch jetzt wieder hingelotst. Oder haben wir... Oh mein Gott. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Ja, ihr werdet bald Spaß haben. Okay, wo ist diese Kamera nochmal? Geht es dir gut, Junge? Ja, dir bald nicht mehr. Wo war die Kamera? Jetzt, das ist natürlich jetzt die Frage, die wir immer haben. Ja, das Büro ist jetzt leer. Vielleicht können wir jetzt ja hier irgendwie mal in den Schrank gucken. Vielleicht können wir da irgendwas Nützliches finden, aber das sieht auch nicht so aus. Okay, das ist das WC. Da wollen wir nicht rein. Und hier ist das Arbeitszimmer von seinem Vater. Wenn jemand den Code weiß, ab in die Kommentare. Aber vielleicht finde ich ihn ja noch. Die Pistolenmunition haben wir noch, oder? Ja. Aber uns fehlt auf jeden Fall die Kamera. Das Fotopapier haben wir noch. Die lag auf irgendeinem Schrank. Aber die Frage ist jetzt, auf welchen Schrank? Wir sind hier. Ich glaube da. Störe jemand anderen, zum Beispiel Tom. Immerhin ist er dein Onkel. Ich töte dich gleich. Der Junge, Finger weg von Drogen. Finger weg von Drogen, haut da rein. Sonst hat der keine anderen Probleme, ne? Du sollst ja aufpassen, dass hier keiner getötet wird. Ich glaube, hier lag Junge. Die. Es scheint alles gut zu laufen. Ach so, Fabius. Was ist denn jetzt hier? Warum bekomme ich immer solche Fälle? Ich weiß es nicht. Ich weiß, was hier vorgeht. Ich weiß es. Ich sah die Zeichen. Ich auch. Lalilu, ich habe nichts gemacht. So, dann kombinieren wir das Fotoapparätchen mal mit den Fotopapier. Dann kombinieren wir mal das... Ah, kombiniert. Kamera. Wie, ich kann Fotos machen. Ich bin Paparazzi. Okay, jetzt ist nur die Frage. Ich glaube, das war... Ja, das war auf jeden Fall unten. Ob Jovita da schon ist, das weiß ich nicht. Dann werden wir mal schnell ein Foto schnipfen. Von den guten beiden. So, jetzt müssen wir da lang und dann, glaube ich, hier lang und dann da lang. Ey, scheiße. Und dann da lang. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, das war auf der komplett anderen Seite, oder? In diesem... Nee, doch. Da ist die Eingangshalle, das war aber eine Eingangshalle unten. Muss ich hier noch runter gehen, genau. Und renne ich schon wieder in die falsche Richtung, meine Güte. Das Haus ist aber auch verdammt verwirrend. Das sag ich euch. Wir sind unten. Dann war das natürlich oben. Und dann hier. Hä? Ja doch. Da. Sind so böse. Okay. Hä? Das war doch hier, oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Doch hier eigentlich. Nee. Dann war das auf der anderen Seite. Da. Oder da, oder da. Aber das war auf jeden Fall hier irgendwo. Auf jeden Fall. Jetzt wird's hart. Jetzt geht's ab. Hä? Okay. Ich habe Onkel Tom mit Susanne gesehen. Wenn ich das Jovita zeigen könnte,
Ich glaube, Großvater hat oben in seinen... Ja, das haben wir doch schon. Hast du etwas gehört? Nein, hast du nicht. Das ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Ja, mach dir keine Sorgen. Wir haben jetzt ein schönes Foto von dir. Und das müssen wir jetzt zu Jovita ins Zimmer legen. Und ich habe keine Ahnung, wo das Zimmer war. Und das ist natürlich wieder sehr speziell. Schon deinen Onkel gesehen? Ja, Jovita, wo ist dein Zimmer? Ich habe ein Nacktfoto von dir. Ach nee, gar nicht. Das ist ja die... Von ihm... von dem Onkel und der Susanne. Aber wo ist jetzt... Ich glaube, ich habe wieder so eine dumpfe Idee, wo es sein könnte. Ich komme hier nie klar. Wahrscheinlich, wenn ich das Let's Play fertig habe, komme ich hier immer noch nicht klar in der Scheißbude. Das ist aber auch so verwirrend hier drin, ne? Das gibt's nicht. So. Sind wir wieder? Sind wir ja wieder hier? Und das ist falsch. Die Schlafzimmer sind hier oben. Irgendwo. Das war doch nicht da, oder? In dem Vorraum? Das wäre natürlich sehr dämlich. In dem hier? Nee, das war der Raum nicht. Das war definitiv nicht der Raum. Der hier auch nicht. Das ist der Raum, wo die Ohrringe lagen. Und da war direkt ein Schreibtisch vor Kopf der Tür. Das ist jetzt natürlich die Frage. Dann war das vielleicht doch auf der anderen Seite ein Raum weiter von den beiden? Oder ein Raum davor? Wir müssen jetzt mal einfach mal die Räume systematisch durchgehen. War das nicht der Raum? Ja, das war der Raum. So, Jovita. Ich sollte als Beweis, die ich habe, ich sollte alle Beweise, die ich habe, im Jovitas Zimmer verstecken. Ja, das ist das einzigste Beweis. Ja, das ist das einzigste Beweis, was wir haben davon. Dann müssen wir jetzt, glaube ich, abhauen. Bin mir aber nicht sicher. Und da ist Jovita. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Wie locken wir die denn jetzt dahin? Wie kriegen wir die jetzt nach unten? Das ist natürlich jetzt die Frage. Onkel gesehen? Ja, der ist... Komm mit! Oh, jetzt benutze ich einfach mal diese komische Spieluhr, wenn die überhaupt was bringt. Du musst zur Abkühlung erst einmal warten. Wir müssen jetzt warten. Okay, dann gehen wir uns mal ein bisschen umschauen. Vielleicht passiert ja dann irgendwas, irgendwann mal etwas. Und dann gehen wir mal nach draußen. Dann können wir uns ja schon mal wieder die Nagelpistole holen. Oder mal gucken, ob Antonio im Schnee Rasen mähen kann. Bin mir jetzt aber gerade gar nicht mehr so sicher, wo wir hin müssen. Na. Wir gehen am besten Spieler erstmal weg und wir gehen dann erstmal nach hier unten. Und gehen mal nach draußen und checken da mal die Lage und hoffen, dass Jovita mal langsam in ihr Zimmer geht und das Foto sieht. So, gucken wir nochmal, ob wir irgendwas hier finden. Kann ja sein, dass jetzt noch irgendwas versteckt ist. Lassen wir eigentlich Fußspuren? Ja, hinterlassen wir. Das ist ja cool. Ist das hier ein Fischer? Ja, sieht so aus. Okay, hier war die Nagelpistole drin. Die schnappen wir uns direkt auch mal. Und gucken nochmal, ob wir irgendwas anderes hier drin finden. Aber das sieht noch nicht so aus. Oder wir können hier eventuell später was machen. Wahrscheinlich, nein, nicht eventuell. Wir können da später was machen. Die Säge können wir nicht nehmen. Die Axt können wir auch nicht nehmen.
Können wir einfach mit der Axt hier durchrennen und alle abmurksen. Aber das, was verstehe ich nicht. Wir müssen doch jetzt nicht nur einfach warten, oder? Schmutzwäsche nach Farben in richtige Körbe sortieren. Ach du Scheiße. Da habe ich aber keine Lust drauf. Der ist ja schon down. Da werden wir nicht mehr mitreden können mit ihm hier. Oh. Naja, egal. Aber was müssen wir jetzt machen? Oh Mann, ey, das ist jetzt hier eine Folge durch so Rumgerenne. Wenn. Das ist doch scheiße. Hey, mein Junge, ich weiß, ich habe versprochen, Zeit mit dir zu verbringen, ja? Aber ich kann jetzt wirklich nicht. Okay. Dann leck mich doch am. Am Hintern. Ach ne, wo war denn jetzt nochmal diese Juvita? Vielleicht kann ich da noch irgendwas in einem Raum machen. Ja, halt die Mund. Hä, wo war die denn jetzt? Und das ist nicht alles. Haben Sie seine Zeichnung gesehen? In Ordnung. Gesehen? Was könntest ich du noch tun? Langsam so. Sieh mal nach, ob irgendwo Schmutzwäsche herrscht. Hast du mir schon gesagt? Bring sie in die Waschküche und sortiere sie in die richtigen Körbe. Schmutzwäsche irgendwo herumliegt. Denkst du, ich suche jetzt die Bude nach Schmutzwäsche ab? Okay, wo könnte... Wo war denn jetzt nochmal Juvita? Die war irgendwo oben, aber wo? Störe jemand anderen, zum Beispiel Tom. Ja, mach ich, aber jetzt nicht. Da war das WC. Da ging's da rein. Da gehe ich jetzt mal nach unten gucken. Ja, lass mich in Ruhe, Mama. Keine Zeit. Der Junge, Finger weg von wo? Das hast du bereits schon gesagt, erwähnt, gesagt. Ach, ist doch egal. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. So, jetzt checken wir mal hier die Lage. Kann man irgendwas draußen machen? Ein Geländer. Super, ein Geländer. Schön fürs Geländer. Wie kann ich die jetzt darauf aufmerksam machen? Finden wir denn wenigstens schon mal irgendwo ein bisschen Schmutzwäsche? Nee, das ist natürlich auch nicht. Die macht die ganze Zeit den scheiß Raum sauber. Die soll doch einfach mal in ihr scheiß... Ist das Schmutzwäsche? Nein, das ist saubere Wäsche. Die soll einfach nur in ihren doofen Raum gehen. Ja, hab ich. Reichen die Beweisstücke denn noch nicht? Ich verstehe das jetzt gerade mal gar nicht. Was können wir denn jetzt noch machen? Oh. Mein Nonnenfoto. Warte. Hast du etwas gehört? Nee, hat sie nicht. Das ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Von dir geschossenes Foto. Aber was können wir denn noch machen? Telefon wegschmeißen, super. Aber sonst, das war's doch jetzt, ey. Wir können doch jetzt nicht mehr auf den Tisch legen. Jetzt noch hier. Wie können wir die jetzt da runter loggen? Locken. Oder eher gesagt, wieder in ihr Raum locken. Das ist natürlich jetzt die Frage. Die Frage der Fragen. Ob wir eine Waschküche, hier sind Wäschekörbe. Rot. Gemischte Scheiße. Welche Wäschekörbe meinen die? Die hier? Rot und weiß? Ich habe keine Ahnung, ey. Eventuell mal die Lage nochmal abchecken, aber hier, ich habe noch nirgends so Wäsche gesehen, außer die in den Dingenskirchen hier. Die BHs und so. Sollen wir die vielleicht nehmen? Ich weiß es nicht. Ich renne ja auch wieder total
verwirrt im Kreis herum. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache eigentlich. Ich bin nicht schon wieder hier. Puh, das ist jetzt echt... Das ist doof. Ich habe absolut gerade keine Ahnung, wie wir weiterkommen. Oder was wir jetzt noch machen müssen, damit sie bemerkt, dass das Foto auf ihrem Tisch liegt. Wir müssen ja irgendwie... Ich habe, glaube ich, eine Idee. Vielleicht müssen wir auch einfach nur ins Zimmer gehen und schlafen gehen. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Das ist vielleicht wegen Warten. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich mir jetzt... Scheiße. Ach Mann, hätte ja klappen können. Dann können wir nicht ins Bett. Ja. In einem Augenblick werden Erinnerungen geboren. Ja, und dann würde ich sagen, an der Stelle setze ich mal ein Break. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, Daumen runter. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein und ciao!